Du hattest bereits Probleme mit teilweise fehlgeschlagenen Drucken, die den Rest in Mitleidenschaft gezogen haben, oder willst dich in Zukunft davor bewahren? Dann bist du hier genau richtig. In diesem Video erkläre ich am Beispiel des Elegoo Neptune 4 Pro, wie man Clipper so konfiguriert, dass man während eines Druckes einzelne Modelle ausschließen kann. Dadurch kann man bei teilweise fehlgeschlagenen Drucken lediglich den Druck der fehlerhaften Modelle abbrechen. An dieser Stelle noch ein Danke an Shikari aus meinem Community Discord für das Aufmerksammachen auf dieses Feature, von dem ich bis dahin noch gar nicht wusste, dass ich es brauche. Für Interessierte ist mein Discord in der Beschreibung verlinkt. Um die genannte Funktion zu aktivieren, müssen wir zunächst die Konfiguration des Druckers anpassen. Als erstes fügen wir in der printer.config den Punkt Exclude Object ein, um das entsprechende Modul zu aktivieren. Danach speichern wir die Datei und schließen diese wieder. In dem Moonraker.conf müssen wir nun noch den Punkt File Manager anpassen. Falls dieser nicht vorhanden ist, dann einfach den Überpunkt einfügen. Anschließend fügen wir den Unterpunkt Enable Object Processing mit dem Wert True ein. Das führt dazu, dass der G-Code beim Upload für das Ausschließen von Objekten vorbereitet wird. Auch diese Datei speichern und schließen wir. Danach starten wir den Host, also den kompletten Drucker, neu, um alles neu zu laden. Nach 1 bis 2 Minuten können wir auf Neu verbinden klicken, um die Benutzeroberfläche neu zu laden. Zur Druckvorbereitung habe ich bereits einen Würfel-Incurer geladen. Diesen verdreifachen wir nun, um mehrere Objekte zu erhalten. Wichtig ist hier, dass man nur unabhängige Objekte ausschließen kann. Wenn die Objekte im Slicer nicht unabhängig sind, weil diese zum Beispiel aus einer STL-Datei mit mehreren Objekten stammen, dann kann man sie nur gemeinsam ausschließen. Wenn wir nun slicen und in den G-Code schauen, dann stellen wir fest, dass darin nach dem Stichpunkt Mesh die Stellen gekennzeichnet sind, an denen das Objekt gewechselt wird. Diese Kennzeichnungen werden später vom Clipper zur Identifikation der Objekte genutzt. In Cura wird das Ganze standardmäßig zum G-Code hinzugefügt. Verwendet ihr einen anderen Slicer, wie zum Beispiel den Prusa Slicer, dann müsst ihr nach einer Option wie Label Objects Ausschau halten und diese aktivieren, um die Infos zum G-Code hinzuzufügen. Nun können wir den G-Code hochladen. Nachdem dieser durch unsere Änderungen beim Hochladen vorbereitet wird, ist zu beachten, dass das Ausschließen von Objekten nur für G-Code funktioniert, der nach den Änderungen der Konfiguration hochgeladen wurde. Wenn wir den hochgeladenen G-Code in Fluid anschauen, dann ist erkennbar, dass von Clipper ein entsprechender Abschnitt für das Pre-Processing eingefügt wurde. Nun sind wir endlich so weit, dass wir einen Testdruck starten können. Wir starten den Druck und können, wenn wir nach unten scrollen, in der G-Code-Vorschau direkt die Umrisse der Objekte sehen, die wir über ein Menü ausschließen können. Nachdem der Druck etwas fortgeschritten ist, gehe ich ins Menü, um den mittleren Würfel auszuschließen. Zurück am Drucker können wir dann sehen, dass dieser nun übersprungen wird. Auch den rechten Würfel können wir nun noch ausschließen. Im Druck ist nun erkennbar, dass der Drucker das Objekt zwar noch anfährt, sobald er allerdings damit beginnen würde, überspringt er dieses. Nach dem abgeschlossenen Druck können wir sehen, dass alles bestens funktioniert hat. Wenn das nächste Mal bei einem Druck mit mehreren Objekten ein Objekt fehlschlägt, dann können wir dieses Objekt nun einfach ausschließen, um den Rest des Drucks zu retten. Falls euch das Video weitergeholfen hat, dann schaut euch auch gerne meine anderen Tutorials an und lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen.